Und damit herzlich willkommen zurück zu The Division 2 hier aus der Private Beta. Du siehst es schon links. Ja, in der ersten Folge, in der letzten ersten Folge, haben wir ein bisschen Charaktererstellung gemacht, beziehungsweise einen vorgefertigten Charakter und haben unsere Operationsbasis ansatzweise schon freigespielt, das Weiße Haus. Und hier haben wir auch die nächste Quest und wir haben... Have you heard? Heard what? About Waller. No, what's the latest? Has he decided Russia's responsible after all? No, warum muss ich so lange F drücken? Nein, okay. Das hören wir uns dann an, wenn wir im März das Spiel zocken und das Ganze auf Deutsch haben. In Division 1 war es ja ratsam, die erstmal nicht zu sammeln. Das hat Anna ja zwar ziemlich Mühe, die nachzuholen, aber dadurch gab es ja diese Loot Creates. Ich bin mal gespannt, ob es hier auch so ist. Loot Crates, so. Ein Turm. This is you. Welcome to DC. I'm Manny. I run comms. I'm guessing the division alert brought you here? Damn glad to see you. Let me show you exactly how screwed we are. Ever since the JTF imploded, the city's become a playground for murderous fuckheads. There are several main factions, and a whole lot of bottom feeders sucking up whatever the big dogs miss. A few civilian settlements are still holding out against all this villainy. They need more help than we've been able to provide, especially since the division network went dark. That's Kelso. She's one of the last surviving agents in DC. She's operating out of the theater settlement on a priority mission. You should go check in with her. If anyone knows how to get these systems back online, it's her. Oh, and introduce yourself to the locals while you're at it. It'll comfort them to know there's a new sheriff in town. Und das sind wir. So, ich muss aber jetzt mal eben gucken. By the way, Agent, head downstairs and check in with the quartermaster. He can get you set up with some division tech. You're gonna need the edge. Okay, der Quartermeister kann Ihnen helfen, Ihr Werkzeugarsenal zu verbessern. Er schaltet Fertigkeiten, Fertigkeit-Mods und Vorteile frei. Verstanden. Die Operationsbasis ist unterbesetzt. In den Siedlungen können Sie für das Weiße Haus Personal rekrutieren und neue Dienste der Operationsbasis freischalten. Ja, und zwar diese Siedlung. Die werden wir in der offenen Welt finden und das sind Points, die müssen wir erstmal freispielen, den Leuten da helfen und dann den Leuten helfen, die Basis, die sie dort haben, aufzubauen und dadurch können wir dann neue Leute rekrutieren. So, das SHD-Netzwerk ist offline, was den Vorgang zu Versorgungsgütern erschwert. Schließen Sie die SHD-Einsätze ab, das ist die Währung im Spiel, um die Operationsbasis zu verbessern. Verstanden. Gut. Wir werden aber mal ganz kurz... Jetzt sind hier alles rot. Okay. Musik haben wir, Effekt, Dialoge. Ich glaube, die müssen wir noch weiter holen. Ich habe nämlich gerade im Aufnahmeprogramm gesehen, dass er doch dann schon kräftig ausschlägt. Ich hoffe, das reicht. Stufe 2 sind wir schon. Aha. Okay. So. Okay, nächste Fertigkeit beim Quartermaster. Okay. Das war der Typ hier unten, den wir in der letzten Folge unten getroffen haben, ne? Da ist er. Ja genau, da konnten wir noch nicht mit ihm reden. Stufenaufstieg. Wenn sie eine höhere Stufe aufsteigen, werden sie stärker und erhalten Zugriff auf neue. Okay, fertig zur Freischaltung verfügbar. 2. Okay, was haben wir denn? Impulsgeber. Den kennen wir ja auch aus der Division 1. Das Geschütz kennen wir. Die Drohne ist neu. Das ist ein Schemmwerfer. Chemikalienwerfer. Okay. Sieht aus wie so eine... Glühwürmchen ist auch neu. Die Suchermine kennen wir. Die Drohne ist neu. Das Schild gab es auch damals. Okay. Die Fertigkeiten von Division-Agenten basierend auf Fertigkeitsplattformen mit einigen Varianten stehen insgesamt 8 Fertigkeitsplattformen zur Verfügung. Wir haben jetzt 3 zur Wahl, also können wir uns für 2 entscheiden. Eins müssen wir. Drohne kenne ich jetzt nur aus den Trailer-Videos. Ich würde sagen. Weiter. Fertigkeiten werden freigeschaltet, indem bestimmte Haupteinsätze abgeschlossen werden. Sie können die Fertigkeitsplattform in beliebiger Reihenfolge freischalten. Bestimmen Sie, welche Fertigkeit Sie zuerst freischalten wollen. Es geschieht.
Okay, freischalten. Geschützvariante wählen, Sturm. In der Beta nicht verfügbar. Was haben wir denn? Sturm verfolgt oder attackiert werden automatisch. Sein Verhalten kann aber auch manuell geändert werden, um einen bestimmten Gegner anzuvisieren. Der Scharfschützengeschützturm feuert Geschosse mit großem Kaliber auf manuell festgelegte Ziele. Ja, das soll random Kacke hauen. So. Okay. Kommen wir zurück. Können wir jetzt noch eins freischalten? Tutorial beenden, so. Was haben wir jetzt hier? Ah, das sind die Talente, okay. Kommt da alles? Kann man da? Kommt nix, das sind alle. Vorteile sind passive Boni, die ihren Charakter... Okay. Ja, das wissen wir. Vorteile freischalten. Vorteile können Sie durch die Verwendung von SRD... Okay. Okay. Manche Vorteile haben Verbesserungsstufen. Die niedrigen Stufen der Vorteile müssen von den höheren freigeschaltet werden. Okay. Voraussetzungen für manche Vorteile gibt es zusätzliche Voraussetzungen, die sie erfüllen müssen, damit der Vorteil verfügbar ist. Okay. Sobald sie einmal erworben sind, sind sie immer aktiv. Okay, was haben wir jetzt hier? Waffenplatz. Eine zweite Waffe kann ausgerüstet werden. Ja. Nicht direkt für zu haben. Ja. Tutorial beenden. So, was war denn jetzt hier? Da können wir... Wir haben noch einen, ne? Okay. Suchermine. Nee, die ist cool. Die war immer cool. Was haben wir? Sprengsatz. Ihr Sprengsatz-Suchermine kann einen Gegner aufzuspüren und explodiert bei Annäherung. Luftdetonation-Suchermine rollt auf ihr zu und lässt bei Annäherung einen Sprengsatz in der Luft explodieren. Ja. Nehmen wir doch. Jo. Okay. Und zurück. Wir haben auch jetzt alles. Wir haben noch eine Hörner. Können noch einen Vorteil nehmen, ernsthaft? Eine weitere Fertigkeit kann ausgerüstet werden. Insgesamt können also immer zwei Fertigkeiten ausgerüstet werden. Oder beim Aufhören des Betretens sieht schon aus, werden auch alle Reparaturkits aufgeführt. Das brauchen wir nicht. Eine weitere Fertigkeit kann ausgerüstet werden. Können also immer zwei. Ja, dann nehmen wir das. Bedeutet, dass wir Suchermine und Geschützturm dann wahrscheinlich, The theater settlement is off to the east. You probably run into some trouble along the way. You'll have to do this block by block. But I'm sure you'll be fine. Okay. Agent in need of backup. So, wir sollen zum... Das Theater. Finden Sie Odessa Sawyer in der Theatersiedlung. Das ist unsere nächste Quest. Okay. Karte schließen. Will eben gucken. Come over here, Agent. Take a look at what I've got for you. Ich habe aber kein Geld, mein Freund. Good to see you. Ja, oh, das ist die alte Währung. Die ist also noch da. Wir haben gerade 19. Ja. Ist, ja. I'm happy to have made a deal. Ja, mach es gut. So, wir müssen nochmal eben schauen. Hier kann man jetzt... Genau, da. So, zweite Waffe haben wir ja noch nicht. Let me be your one-stop shop. So, haben wir irgendwie... Eine Maske? Eine andere Maske haben wir nicht. Das ist unsere Rüstung. Muss man eben lunchen. Wir haben doch Loot eben gekriegt. Wo würden wir den jetzt? Ach, hier. Ah, stimmt. Hier steht's ja. Zwei Sachen. So, dünne, erschöpfte Stufe 1. Und die hat aber hier... mehr Kram. Was du meinst? Kram. Explorer. 1. Auch mehr. Nehmen wir erstmal.
So, eine Granate haben wir. So, Fertigkeiten, die müssen wir noch ausrüsten. Und zwar nehmen wir links die Mine, wenn ich das jetzt hier so richtig habe. Ja, Platz zuweisen. Da bitte. Und, nein. Wissen. Zurück. Und Ette hier. Den hatten wir denn noch, den Geschützturm. Platz zuweisen. Ich hoffe, ich hab's jetzt richtig gemacht. Wenn wir gleich draußen testen. Okay. Wieso haben wir denn schon Loot Crate? Ah, machen wir später. Machen wir mal nicht. So. Können wir hier schon. Ne, können wir nicht. The neighborhoods you'll be moving through are hyena territory. They're a bunch of vicious assholes who prey on the weak and vulnerable and kill for kicks. And they destroy whatever they can't steal for themselves. They've been an especially serious problem for the theater settlement. Given our situation, we need the help of the settlements. But they can't do much if they're struggling to survive. So see what you can do to take some pressure off them. But don't forget that we have to get the Shade Network back to full strength. In a lot of places, the division has been the only thing holding people together. But with DC as the priority, most agents are completely cut off. They're not gonna last long without support. Leaving safe area. Was bist du? Wir werden von Libellen attackiert. Kann man den jetzt nochmal aufheben? Nee, ne? Ja. Gut. Ja, dann legen wir mal los. Hoffe ich. Entschuldigung, können Sie mal eben warten, ich muss nachladen. Oh. Was hat denn der Vektor? Portable device detected. Okay. Eine Kohlefaser. Bisschen was Device. Hier oben irgendwo, oder? Oh, was ist das? Polycarbonat, okay. Stahl. Telefon. Okay, people, let's keep this ball rolling. Ramon, what have you got? Got the Iowa delegation on board if they get the amendment about biofuels. How many are left in the Iowa delegation? Four. Wie scheiß Wetter. Well, let's hope those four stay healthy. So schön, wir werden mit Loot wieder zugeschossen. Das ist was Handwerksmaterialien angeht. So sollen wir mal die Vektor ausrüsten. Does, all the problems we're dealing with now, those will be there. So it makes sense for us to keep trying to deal with them because someone has to. And because we're at the bottom of the pay scale. That too. Incoming backup request. Titan. Electronic device detected. Wird davon scheint es wohl mehr rauszugehen.
Streich. Was? Steichholzheft? Was ist denn ein Steichholzheft? Stau? Kein Fehler gefunden. Das sind Skins, glaube ich, ne? Wir haben den Behälter Feldexperte in ihrem Inventar. Dieser Behälter erhalten Sie nach einem Stufenaufstieg und Sie erhalten eine Anzahl Objekte, die Ihre Stufe entsprechen. Öffnen Sie diesen Behälter. Die haben es leider nicht geschafft. Und wir marschieren weiter. Sehr enttäuscht gewesen. Okay, da kommt ein paar Freunde. Schau mal. Party! Hätten nicht? Schöne Snipe. Aber wenn, dann auch eine grüne. Ja, es ist blöd, das Wetter. Sehen wir überhaupt nichts. Wollen wir sie irgendwo deaktivieren? Schnell bei Ubisoft anrufen. Ihr Leute, wir brauchen Sonne. Wage ich zu bezweifeln. Aber wir dürfen den überlang, ne? Oder ist Beta gebietsmäßig gesperrt? Kann ja sein, dass sie sagen, ey, hier kommst du nicht hin erstmal. Ich weiß, ich gehe falsch, aber ich bin schon mal so ein bisschen abseits, weißt du. Das ist der Lappen, ne? Was ich mir persönlich noch wünsche, ist
in die Häuser reinzukommen, aber ich glaube, das wird in Division 2 auch nicht der Fall sein. Vereinzelt wahrscheinlich ja, aber nicht überall halt. Finde ich echt nice. Na, vielleicht in der Dark Zone, da wird es ja auch eher drauf ankommen. Ich irgendwo mal gegenstellen und alles wegsnipern. So, Freunde, jetzt reicht das aber mit dem Wetter hier. Aber jetzt hier in der City ist weniger mit Loot, ne? Eben da raus ist aber gut angefixt worden und jetzt ist aber empty. Auf die Tür, die Tore machen. Das ist zwei Kohlefasern. Und. Okay. Wir sind gleich equipped. Schrott anlegen direkt, ne? Oder? Stufe 2. Nein, aber wir haben. Können uns hinlegen. Und das machen wir auch, weil wir sind bei 23 Minuten. Ich danke dir draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.